So dann, willkommen im vierten Rennen. Das ist ein Vierrad. Nürburgring. Boah, nee. Achso, okay. Japan und 4WD. Habe ich ein Dingsvorgabe? Nee. Okay. Oh, bin ich ja lustig, ne? Der GTO, ich liebe ihn einfach, weil er gut abgeht. Damals bei Gran Turismo 1 hat er 400 km/h geschafft, so blöd es auch klingt. Ich weiß gar nicht, was ich da angestellt habe, aber der war gut. Und der ist auch gut. Ja, ein Jahres nehme ich bestimmt nicht. Oder Jahres, Alter, ich glaube, es hackt. Nee, komm, ich nehme den GTO. Mitsubishi. Gibt auch den GTR, ne, aber. So, dann reich, zack. Zu Runden eigentlich. Drei. Sprint. So, Sprintstrecke. Drei Runden, sag ich doch. Letztes. Okay. Ich mag die. Wow, 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 was ist hier los? Alter! Was geht da? What the fuck? Jetzt rutscht der so weg, das war sonst nie wieder klar. Den konnte ich ja sonst immer gut fahren. Sei das Reifen vielleicht? Was sein? Vielleicht bin ich auch Komfortreifen mit dem gefahren. Komisch. Boah, Alter, Junge. Wow, der rutscht echt, ey. Ah, weh, ey. Wow, wow, wow. Meine Fresse, der rutscht schnell weg, ey. Ja, warum ist die Frage, ne? Aber ist egal. Ich hab ja doch so, auch wenn der rutscht. Ich muss die Kurven vom Gas gehen, dann rutscht er auch nicht weg. Er wird wahrscheinlich Frontantrieb haben. Den rutscht er vorne weg. Ja, es kann aber, ja, es kann aber auch mit dem Fahrwerk zusammenhängen. Oder den Reifen halt, wie gesagt. Ja, sag ich doch, sag mal so. Wir haben noch zwei Runden vor uns. Wie gesagt, ich mag die Karre voll. Ja, ich muss so fahren. Der rutscht auch nicht. Ja, ich bin ihn auch lange nicht mehr gefahren. So wie gesagt, geht halt gut ab. Eigentlich. Der ist halt irgendwann aus den 90er. 93, 94, irgendwie sowas. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber der geht halt gut ab. Ja, was heißt gut ab? Ich hab ein Auto, ne? Ich hab eine Rennschüssel. Das ist eine Rennschüssel, das ist eigentlich ein normaler Straßenwagen. Aber halt, ja, ich glaube, der hat ein Rennfahrwerk drin, ne? Ein Rennmotor so rum. Also zu damaligen Verhältnissen, ne? Das ist doch mal zu vergleichen mit heute, ne? Kannst jetzt nicht mit einem Supra vergleichen oder so, ne? Das geht natürlich nicht. Oder ein Lenzer von heute. Hey, klar. Ja, GTO. Cool. So. Was ich vermisse bei Gran Turismo 7 ist die Teststrecke. Damals bei Gran Turismo 1 unter anderem gab. Klar, es gibt Route X, ne? Das ist ja auch rund. Aber das ist wieder viel zu lang. Das ist eine normale Teststrecke. Die ging, glaube ich, einen Kilometer oder so. Da konntest du dann in die Garage gegangen bist. Oder bei GT Auto, genau. Konntest du machen Höchstgeschwindigkeit. Dann konntest du halt dann mit der Karre losfahren. Also musstest du sogar. Dann wurde die Höchstgeschwindigkeit dadurch ermittelt. Heute wird das alles so gemacht. Ja, also, ich fand's cool. Höchstgeschwindigkeit wurde ermittelt, 0 bis 0 km/h wurde ermittelt, vierte Meile wurde ermittelt, so was, ja. Ich fand's cool,
ist heute leider nicht mehr drin. Schade. Die Teststrecke war auch keine richtige Rennstrecke, mir ist klar. War nur ein Oval. War auch, wie gesagt, nur so ein Kilometer ungefähr, die war nicht so lang. Ja. So. Haben wir es gleich geschafft. Immer wieder eine Kurve davor. Drei mehr oder weniger. Also wie ist das hier eine Kurve im Endeffekt? Schlingele. Dann nach vorne und dann sind wir schon wieder am Ziel. Dann haben wir es geschafft. So, Lele. Mal sehen. So, das war Nummer 4. Jetzt kommen wir noch 1. 40.000. Echt cool. Da gab es keinen Bonus. Hm? So, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part und letzten, würde ich sagen.